Hallo und herzlich willkommen zurück zu Castlevania Sonata in Red. Ja, in der letzten Folge haben wir uns... Wir sind in der letzten Folge in ein neues Gebiet bekommen mit einer supergeilen Musik. Aber wir sind wieder umgedreht, um hier durch die Baumkrone zu gucken. Ein netter kleiner Bug. Beziehungsweise weil ich gucken wollte, ob wir noch irgendwo etwas verpasst haben und wo kommt dieser Knochenhund her? Und warum habe ich mich nicht geheilt? Tamtake! So. Ja, und wir haben ein paar Kämpfe gemacht, in der Hoffnung, dass wir nochmal eine Vogelfeder bekommen, da uns nur noch diese für die Flammenpeitsche fehlt, aber wie das so ist, Fortuna war uns nicht hold, haben die nicht bekommen. Also machen wir jetzt mal weiter damit. Denn irgendwann müssen die diese bescheuerte Feder ja mal droppen, damit wir unsere Flammenpeitsche bekommen. Ich denke mal, dass die alleine schon aufgrund des Feuerelements ein wenig stärker sein wird als unsere momentane Peitsche. Zwar man sich diese ja einfach kaufen konnte und da müssen wir jetzt ein paar Items für farmen. So. Ich renne jetzt hier einfach mal rum. Ein Knochenhund. Wahnsinn. Der gibt uns bestimmt eine Feder. Ja. Nein, Tierknochen. War mir aber auch irgendwie klar. So. Das war vorhin auch reine Ironie. Na, komm her. Also die Vögel, die sind jetzt alle ausgeflogen, stattdessen rennen jetzt die Knochenhunde rum. Kann ich mitleben. Was ist diese verdammten Vögel hin? Ich will doch nur die Flammenpeitsche haben. Und vielleicht die Weltherrschaft. Aber das ist ein anderes Problem. Ach, egal. Gehen wir halt hier weiter. Na, bist du ein Vogel? Bist du ein Vogel? Nein, ein Flugzeug. Scheiß Pflanze. Abgemurkst. So, dann wollen wir halt mal ein bisschen Unkraut jäten. Geh weg. Immerhin verrecken die diesmal sofort nach den Double-Daggern. Ja, die haben 50 HP. Denn in der letzten Folge haben wir einmal 49 abgezogen. Und da hat das Vieh überlebt. Ein Wizard Cloak. Okay, ja. Warum nicht? Scheiß auf 3 Defensive. Haben wir eh genug. Oh, da schreit er hier nach einem Geheimgang. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal die andere Seite runter. Da ist ein Vogel! Aber erstmal die Rüstung. Die müssen wir zuerst aus dem Weg räumen, weil die ziemlich Schaden macht. Macht mehr als der Vogel. Nun komm schon, verreck, fall auseinander. Ah, ich werde nicht den Vogel platt machen. Sieht zwar ich da auch noch aus. Das gibt's nicht. So, endlich. Stirb, Piepmatz. So. Feder.
Könnte ich wieder ausrasten? Das gibt's noch. Das gibt's echt nicht. Das gibt's echt nicht, Freunde. Wie bescheuert ist diese Drop Rate denn? Auf einmal kriegen wir da zwei, dreimal hintereinander irgendwelche Sachen hinterhergeworfen und jetzt gar nichts mehr. Jetzt reicht's mir. Ah, das darf echt nicht wahr sein. Ach, eine Katze soll's also sein. Ein Knochenpanzer, ja? Auweia. Ach, diese Drop Rate, die macht mich echt fertig, Freunde. Echt jetzt. Es kann doch nicht so schwer sein, so eine blöde Feder abzuzwicken. Ja, Victory. Wie viele Kämpfe haben wir eigentlich schon gemacht? Ich habe gar nicht mitgezählt. 15 von 40. Okay. Ein Speicherraum ist doch nicht wahr. Wunderherrlich. Nein, die sind nicht wunderherrlich. Die sind scheiße. Vergiftet auch noch. Oh, aber der Effekt ist cool. Das Gift zieht 9 ab. Aua, aua. Na, wo ist es denn? Da. Immerhin. Glück gehabt. So, und noch einmal Double Daggers. Erledigt. Victory. Ja, hauptsache die Viecher geben uns die Item. Das macht mich fertig, Freunde. Das macht mich echt fertig. Gut, dann speichern wir erstmal. Nicht, dass wir hier noch irgendwie verrecken. Denn die Viecher sind doch nicht mehr so schwach. Jetzt waren wir ja lange, relativ lange braucht für einen Levelaufstieg. Da ist ein rotes Phantom. Wie viel zum Heilen? Haben wir 10. Wisst ihr was, Freunde? Ich wage es jetzt einfach mal. Denn dahinter ist wieder so eine Lebenserhöhungs-Potion. Okay. Und dann fahren wir Laser! Das ist ein Blutskelett. Ah, da. Heilung. Ah, das gibt's nicht. Ich glaube, das können wir aufgeben, Freunde. Die sind zu stark für uns. Oh. Gut, aber... Sterben gehört bei Castlevania natürlich auch dazu. Zum Glück sind wir nicht so weit davon weg. Dann müssen wir uns das hier merken. Damit wir hier später nochmal hinkommen. Weil die erachte ich schon als ziemlich wichtig. Oh, jetzt will ich den Kampf hier machen. Ja, ein Piepmatz. Verreck. Eigentlich wollte ich den Vogel angreifen. Danke. Okay, das macht 39 bei denen. Wie viel macht der Beam? 53. Okay, ein bisschen mehr. Ein bisschen. Broken Armor, genau das, was wir nicht brauchen. So, was passiert, wenn wir da reinspringen? Hm.
Ach so. Ich bin unschlüssig, Freunde. Aber eigentlich... Eigentlich gab's ja hier so... nichts mehr. Nee, da war ja der... der eine Weg zu Ende. Ja genau, links weiter war ja der Weg zu Ende. Da sind wir ja vorbeigegangen. Bin ich mir sogar sehr sicher. Ich will die Flammenpeitsche. Weg. Oh, jetzt kann man wieder angreifen. Och nö. Escape. Ich will Vögel haben. Die sind doof. Nee. Wieso hat der die Daggers überlebt? Verstehe ich nicht. Bescheuerte Pflanze. Nein. Ich glaube, ich habe mich genug über diese Drop Rate ausgelassen. Ich verstehe es aber trotzdem nicht. So, die so krass niedrig ist. Das war ja selbst im Original Castlevania Teil nicht so schlimm. Weil ich da auch einige Male ziemlich krass am Farmen war. Besonders in Area of Sorrow und Dawn of Sorrow, wo es darum ging, die Seelen zu sammeln. Bis ich da mal alle hatte. Ja, das hat gedauert. Einige wirklich verdammt selten droppen. Ja. Ja! Die Federn, endlich! Ab zu Alexander. Auf dem schnellsten Wege. Ich will eine Peitsche abholen. Da wartet eine Bestellung auf uns. Und die heißt... Flammenpeitsche, geh mir aus dem Weg! Ha. Weg, Piepmatz! Wir haben uns eine Flammenpeitsche abzuholen. Wir lassen uns jetzt nicht mehr aufhalten. Geh weg! Verzieh dich bitte. Aha. Geht doch. Ja, komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Oh, Alexanders Lab. Und? Ja, ja, ja. Beam uns, beam uns. Flammenpeitsche, wir kommen! Oh yeah! Bin ich echt mal gespannt, wie stark die ist, ob sich das wirklich gelohnt hat. Ich hoffe doch sehr. Ansonsten bin ich ein klein wenig ungehalten. Ne? Könnt ihr bestimmt verstehen, Freunde, oder? Ja. Whip. Flame Whip. Equip. Ja, das ist eine schöne Steigerung von 11 Punkten. Für jetzt ist das schon einiges an Angriff, was wir dazu bekommen haben, Freunde. Boah, geil, ich wusste doch, dass sich das irgendwie lohnen wird. Ja, die Will-O-Wisps, haben wir noch nicht. Ich wollte mir die dritte nochmal angucken.
Den Haunted Skull haben wir. Exit Tonk. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Aber ich glaube nicht, dass sie so wichtig sind, die Teile. Kauft mal noch einen Hard Repair. Besser ist das. Besser haben wir es nicht haben. Aber geil, endlich haben wir unsere Flammenpeitsche. Ja. Wunderbar, ich bin da auch mal auf die Kampfanimation gespannt. Wie die denn nun aussehen wird. Aussehen mag. Und wie viel Schaden die effektiv macht. Na, dich lasse ich mal aus. Wir wollen das ja jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und der hat uns erwischt. So, so. Bam. Sieht die geil aus. Und was die Schaden macht. Bam. Okay, das sind jetzt Pflanzen, ne? Aber sieht richtig geil aus. Der Kampf, der ging schnell. Der ging richtig schön schnell. Okay, und Gift und sowas, das, also jedenfalls das Gift, das ist nach dem Kampf dann auch weg. Komm her. Zombies, ja. Zombies können gut brennen. Fackel ab. 44 nur? Okay. Fackel ab. 54. Passt mir. 62 und tot. Boah, Freunde, ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Die sieht so geil aus, die Flammenpeitsche. Und die haut gut rein. Oh ja, nochmal abspeichern. Damit euch auch erhalten bleibt. Oh ja. For the fire and the flames, sag ich da nur. Aber mit den Knochenköpfen da legen wir uns trotzdem noch nicht an. Wir hüpfen jetzt hier erstmal rein. Och, wir haben einmal nur 30, um hier rauszukommen. Beziehungsweise, um hier alles einzusammeln. Oh, cool. Gut, sonst, ich gucke jetzt einfach nicht nach, was wir da eingesammelt haben. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das schaffen, hier durchzukommen. Ah, shit, man kann hier nicht entkommen. Oh, 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 oh. Verdammte Axt. Okay. Okay, das lassen wir dann. Oh. Ja, Freunde, die sind ein wenig zu stark. Zu stark. Die sind ja noch stärker als die Knochenköpfe. Die da. Ah, Freunde, was ich dann... Ich hüpfe da jetzt doch nochmal rein. Man kann ja einfach wieder raus. Ich sammle jetzt hier unten die Teile ein. Wein, grüner Tee. 15 Käsekuchen und... Ja. So. Einfach wieder hoch. Kann man ja später nochmal rein. Steak and Kidney Pie. 150 HP, halt das. Oh, Käsekuchen. Ich mag Käsekuchen. Der gibt viel HP. Komm, den einen Kampf haben wir noch. Na, komm her. Komm her. Oh, Piepmätze. Mit einem Schlag erledigt. Okay, der braucht nach wie vor zwei. Aber ich mag unsere Flammenpeitsche. Wie findet ihr unsere neue Waffe? Ich finde sie genial. Schreibt es mir in die Kommentare. So. Dann würde ich mal sagen, speichern wir nochmal. Und dann gehen wir in der nächsten Folge in das Gebiet mit dieser hammergeilen Musik, wo wir das letzte Mal waren, aber dann wieder umgekehrt sind.
Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin, ciao.